Moin, ihr Sizzler, herzlich willkommen zu diesem Video. Vor uns liegt ein prächtiges Stielkotelett in Übergröße. Tatsächlich hat Julian, du wolltest ein extra großes Stielkotelett, ne? Genau. Dabei rausgekommen ist dieses viergeteilte Stielkotelett. Also man könnte es auch Karree nennen. Für uns ist es ein riesen Trümmer. Man kann sagen, zwei Finger dick ist da auch. Ja. Nach wie vor, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kriegt man es auch hin. Ja, gerade, warte, hier. Aber ich würde sagen, das ist die klassische Steakstärke. Nein, also es ist natürlich, wenn man es so will, ein Schweinekarree, ne? Wir haben ja die vier Knochen, könnten daraus jetzt theoretisch hier in den Zwischenräumen Stielkoteletts schneiden. Genau. Dann hätten wir dieses klassische Kotelett am Knochen. Und das Ganze haben wir von unserem Partner Landluft Bio. Landluft Bio haben wir mal eine Reportage drüber gedreht. Fantastische Fleischqualität. Die Schweine haben wirklich ein tolles Leben, werden stressfrei geschlachtet. Und das Fleisch wird schön abgehangen und dadurch ist es sehr lecker, butterzart und so weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde es immer schön, wenn ein Partner einen auch ernst nimmt. Und wenn ich sage, ich brauche ein großes Stück Fleisch und dann kommt sowas hier an, weiß ich, wir kriegen heute alle satt. Ja. Also herzliche Grüße von hier nach da. Andi hat das Ganze wahrscheinlich für uns extra so getrimmt. Ihr könnt das aber als Kunden ganz normal auch so bestellen. Wenn ihr sagt, wir wollen halt ein großes, dann könnt ihr im Zweifel auch den Jungs und Mädels eine E-Mail schreiben. Der Betrieb ist klein genug, um da auch drauf reagieren zu können, sage ich einfach mal. Ja, auf jeden Fall. Und dieses Fett hier oben trimme ich nur so, also trimme ich ist der falsche Begriff, ich schneide es leicht ein. Einfach nur, damit es vielleicht so ein bisschen auseinander geht, etwas besser, nicht aufplöppt, aber wie kann man es am besten sagen? Es verzieht dann nicht. So könnte man es beschreiben. Es verzieht dann nicht. Weißt du, es geht so ein bisschen. Ihr wisst schon, wie wir es meinen. Ne? Außerdem ist es auch wichtig, diese Schnitttechnik ist wichtig, denn in die Zwischenräume wird ja jetzt auch dieses schöne Fleur de Sel mit geröstetem Knoblauch eingearbeitet. Ja, das finde ich total spannend tatsächlich, weil wenn man ein hochwertiges Stück Fleisch hat, dann kommt berechtigterweise, du kannst mit dir mal draufstreuen, ne? Mach ich so, ja. Dann kommt berechtigterweise auch gerne mal die Rückmeldung, naja, warum soll ich das Ganze jetzt mit Gewürzen irgendwie ertränken? Ist doch nicht unbedingt nötig, denn das Fleisch selber hat ja einen unheimlich intensiven Geschmack. Und da hat man auch völlig recht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel Gewürz und welches Gewürz. Und heute haben wir gesagt, machen wir es mal ganz puristisch. Ich meine, Knoblauch ist generell ja auch intensiv. Geil, ne? Aber ein Knoblauchsalz, das kann man auf jeden Fall machen. Und wir haben da auch, wie immer, ihr wisst das sowieso, brauche ich euch gar nicht mehr erzählen wahrscheinlich. Jeder, der hier fleißig zuguckt, weiß das sowieso. Immer dann, wenn sowas zum Einsatz kommt, gibt es irgendwo einen heftigen Rabattcode von Ankerkraut. Ich hoffe. Vielleicht an der Infobox. Vielleicht. Man könnte mal einen Blick riskieren. Man könnte es mal versuchen. Man hat es gesagt, guck da bloß nicht rein, haben sie alle reingeguckt. Ja, Frechheit, ne? Ich habe extra vorgewarnt. So. Also ihr seht, da muss man jetzt nicht so viel Shishi machen. Jetzt geht es wirklich um den Geschmack vom Fleisch. Zu gucken, wie kommt der raus. Wir werden natürlich auch darauf eingehen und später noch mal ein bisschen erklären, warum, wieso, weshalb das auch vielleicht gerade jetzt sehr intensiv schmeckt oder eben nicht. Vielleicht wird es auch nichts, wenn du es jetzt verbockst. Ja. Gegrillt wird heute auf unserem Kamado Joe Classic. Sehr vielseitiges Gerät. Wir wollen aber dieses Bratenstück heute nur indirekt zubereiten. Das heißt, am Anfang mit ein bisschen Rauch versehen und hinten raus dann einfach indirekt fertig garen. Sprich, wir brauchen keine direkte Flamme. Ich nehme mir den Kollegen mal. Alter. Du hast den Grill auch gut vorbereitet, muss man sagen. Ne? Echt ein schweres Stück. Ja, da gehe ich jetzt noch mal drauf ein. Ich wollte gerade sagen, das sieht man vielleicht jetzt hier. Ich meine, wir machen ja viele Dinge, die für uns in Anführungsstrichen selbstverständlich sind. Und natürlich wollen wir euch auch noch erklären, was man machen sollte. Und hier ist es jetzt so, Deflektorstein unten drin, heißt, da wird die Hitze abgeschirmt, richtig? So, es ist aber auch erst nur eine Hälfte, denn ich muss jetzt ja noch Räucherholz dazugeben. Ich werde also gleich noch die zweite Hälfte des Deflektors mit draufpacken, damit ich dann die komplette Fläche theoretisch indirekte Hitze nutzen kann. Ich habe auch erstmal nur einen Rost, denn sonst komme ich auch nicht unten ran. Braten liegt jetzt schon bereit. Und hier habe ich so einen kleinen Schank, das ist tatsächlich einer der kleinsten aus diesem Sack hier. Den hole ich auch noch mal kurz. Wir haben hier, oh Gott, schwer. Extra so kleine Ahornschanks und die sind, wie man sehen kann, sehr naturbelassen. Da ist auch noch die Rinde dran, die sind gut getrocknet, also ideal, um damit zu smoken. Und davon werde ich jetzt nur einen einzigen reingeben. Man könnte zwar meinen, viel hilft viel, stimmt in vielen Fällen auch, aber in dem Fall reicht es definitiv, einen so einen Schank reinzumachen. Ich will hier 20, vielleicht 30 Minuten Rauch haben, nicht zu viel an so einem Stück Fleisch, einfach nur für die Farbe und für den Geschmack ein bisschen Rauch. Und dann soll es das gewesen sein. Temperaturtechnisch 160 bis 180 Grad, dann sind wir auf jeden Fall in einem sehr guten Bereich, damit so ein Stück auch fertig wird. Wenn ich das jetzt bei 130 mache, dauert das gefühlte 3 Stunden.
Ich denke, 160 bis 180 Grad werden wir anderthalb Stunden brauchen. So, ich habe in der Zwischenzeit schon mal angefangen, hier die Zucchinis auszukratzen. Wir wollen ja jetzt auch irgendwie immer mal probieren, so ein bisschen Beilagen mit einzubringen. Und wir haben tatsächlich letztes Mal im Mittelaltercamp hatten wir so Zucchinis gemacht, gefüllte mit Frischkäse. Und da sind irgendwie alle drauf steil gegangen und haben gesagt, hey Leute, wie ist denn das Rezept? Und dann haben wir gesagt, komm, dann verbinden wir das Ganze und kredenzen die heute als Beilage. Wir machen so gefüllte Zucchini-Schiffchen, da kauft euch einfach so viele, wie ihr braucht. Und dann werden die innen drin ausgehöhlt. Das hier kann ich da tatsächlich jetzt nicht mehr gebrauchen. Und im nächsten Step geht es an den Frischkäse, um das Ganze füllen zu können. Die Füllung von diesen Zucchini ist übrigens sehr einfach, was ich ja auch immer begrüße, weil dann kann man es auch schnell nachmachen. Dann kann ich es auch. Das wollte ich so nicht sagen, hast du selber gemacht. Wir haben hier normalen Frischkäse und so einen Kirschpaprika-Frischkäse. Die kannst du, wenn du willst, schon mal vermengen. Und dazu so okay. Die, ja, hier sind so klein geschnittene Zwiebeln. Übrigens, bei meiner Technik schneide ich die einfach nur runter. Ich weiß. Haben wir jetzt alle gelernt. Du machst Spezial. Aber es wurde auch geschrieben, dass die funktioniert, deine Technik. Also. Ja. Müsst ihr euch mal angucken. Gab vor kurzem ein Video, glaube ich, wo wir das mal erläutert haben, dass die Zwiebel ganz einfach zu schälen ist. Und aus unserem Kräuterbeet hier hinten, da sind wir wirklich stolz drauf. Das, ich habe vorhin schon gesagt, das wächst echt wie Hulle. Das soll Wahnsinn, sein. Ne? Total gut. Haben wir jetzt noch hier Krause und glatte Petersilie. Also einfach frische Kräuter, worauf ihr Bock habt. Die kommen dann noch mit rein. Und dann füllt man die Masse in etwas rein, was dir eigentlich sehr geläufig sein sollte. In Spitzbeutel. In Spitzbeutel, ganz genau. Genau so ist es. So, jetzt ist das Ganze gefüllt. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie du mit dem Spritzbeutel umgehst hier. Ja, ich bin auch gespannt. Alter, geht aber gut, sieht auch richtig gut aus, ne? Ja, man muss ja auch immer sagen, wenn man das so macht, dann ist es optisch halt auch ein Hingucker, ne? Übrigens, man kann den würzen, man muss aber nicht. Ich habe gerade probiert, der schmeckt auch so echt lecker schon, diese Mischung. Die Zucchinis sind soweit gefüllt. Sehen echt gut aus, ne? Gefällt mir das sehr, sehr gut. Übrigens eine geniale Beilage, die man auch theoretisch noch kalt essen könnte. Ist ja so auch alles schon verzehrfähig. Aber man kann die auch grillen und danach noch kalt essen. Also sie ist echt ziemlich gut. Die wandern jetzt noch mal ganz kurz in den Kühlschrank. Denn wir warten, bis unser Fleisch eine Kerntemperatur haben wird. So ab 60 Grad. Ja, ja, ja. Ich sag mal 60 bis 65 in die Richtung werden wir uns bewegen. Sprich, wenn 60 Grad da sind, nehmt ihr bitte die Schiffchen und stellt sie zusätzlich auf den Grill. Dann ist bis dahin auch das ganze Thema Rauch schon vergessen. Und ja, dann können die noch einmal kurz warm werden, ein bisschen weich werden, der Käse zerlaufen. Und dann bin ich gespannt, wie das gleich aussieht. Später ungefähr, 2 bis 2,5 würde ich tippen. Wir haben zwischendurch noch einen kleinen Livestream sogar noch gemacht. Ja. Ist das Fleisch fertig? Ja, es ist wirklich fantastisch. Alter, wichtig ist dabei, es ist nicht komplett voll. Es ist zwar saftig, aber nicht komplett voll. Das ist auch wichtig, weil wir wollen ja saftiges Fleisch haben. Und daran erkennt man einfach eine gute Qualität. Oh, das ist so butterweich auch. Beiß mal rein da. Alter, ist das gut. Die Zucchinis sind jetzt weich geworden. Die könnt ihr seht ihr hier, wenn ich hier so hoch nehme. Ne? Das ist die richtige Stärke. Das ist tatsächlich gar kein Hexenwerk. Einfach nur weich werden lassen, mal probieren. Ey, das Fleisch ist so gut. Wir verlinken euch hier ein Video. Alter. Dann könnt ihr euch mal die Doku angucken, wie diese Schweine gezüchtet werden und leben können. Da waren wir nicht vor Ort. Das Fleisch ist brutal gut, ne? Geil. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's hübsch. Alter. Oh. Mm.